So, einmal der Rest vom Differentialgleichungssystem. Ihr habt es ja umgeschrieben, um die homogene Lösung zu bestimmen. Jetzt zieht ihr euch y von x raus, um hiervon jetzt die Determinante zu bestimmen, also Determinante von y von x. Das wäre über Kreuz multipliziert minus e hoch 4x minus über Kreuz multipliziert e hoch 4x, das ist minus 2 e hoch 4x. Das Ganze wird jetzt hier unten eingesetzt, ne? 1 durch die Determinante, also minus 2 e hoch 4x. Hier sei erwähnt, ansonsten müsstet ihr da nochmal nachgucken, euch einfach nur dahinlegen, wie ihr an die Determinante nach der Regel von Cramer kommt bei einer Matrix, jetzt wie in dem Falle hier mit entsprechend 4 Komponenten. Ihr seht es ja eigentlich schon 1 durch die Determinante und hier seht ihr ja entsprechend die beiden, ne, über Kreuz und die beiden multipliziert mit minus 1. Jetzt habe ich die minus 1 hier noch reingeholt, also ne, das Minus einfach überall hin multipliziert. Jetzt als nächstes y für partiell die Lösung haben wir y von x mal Integral y hoch minus 1 mal g von x dx. Ihr schreibt als erstes 1 durch 2 e hoch 4x mal entsprechend hier das Paket multipliziert mit g von x war ja e hoch x minus e hoch 2x. Das Ganze, und das überlasse ich dann euch, Zeile mal Spalte, ausmultipliziert und entsprechend dann im nächsten Schritt auch zur Integration dann gebracht. Falls ihr hier Probleme habt, solltet ihr nochmal in der Playlist speziell für E-Funktionen nachschauen. Ihr solltet dann kommen auf yx mal 1/2, ich habe den 1/2 hier noch rausgelassen, mal x minus e hoch x und minus 1/2 e hoch minus 2x minus e hoch minus x. Nochmal, das Integral ist jetzt weg, weil ihr hier ausmultipliziert habt und dann integriert habt. Und dann fehlt jetzt als letzter Part noch, hier seht ihr das y von x, dort kommt entsprechend das hier rein, also gleich, ich lasse die 1/2 ganz vorne, dann nehme ich e hoch x, e hoch 3x, e hoch x minus e hoch 3x mal und jetzt hier das Paket x minus e hoch minus x und hier minus 1/2 e hoch minus 2x minus e hoch minus x und jetzt das Ganze hier noch ausmultipliziert kommt hier drauf. Das könnt ihr ganz entspannt nachrechnen. Wichtig nochmal, ne, hier Zeile mal Spalte, hier drauf übertragen und dann habt ihr, wenn ihr hier entsprechend den Teil der Lösung habt, hier entsprechend den Teil der Lösung und beides zusammen ergibt dann die komplette Lösung. Und dann solltet ihr eigentlich gut durchgekommen sein, Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt und ja, mit den entsprechenden Übungsaufgaben solltet ihr easy durchkommen.